Hallo und willkommen bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben mit der Motti Rückkehr. In der letzten Folge haben wir, ja, diese... Und da ist auch gerade die Tür zugegangen. Also wir haben diese Gruft hier, ich muss schon sagen, ausgerottet. Da haben wir dann das Zeug für Gomez erledigt jetzt, also die Vergebung der Feuermagier gemacht. Und jetzt teleportieren wir uns wieder zurück in die Burg. So. Und wir landen ja auch direkt bei den Feuermagiern. Und da werde ich mal jetzt Koristo davon berichten, wie es denn gelaufen ist für uns. Die Gruft ist gesäubert. Ich weiß. Aber woher weißt du das? Du musst dich nicht wundern. Tote wissen mehr als Lebendige. Mir scheint aber, dass dich in diesem Moment etwas anderes interessiert, nicht wahr? Ja, du hast recht. Was ist mit Gomez? Hab keine Zweifel an unserer Ehrlichkeit. Wie abgesprochen, erhält Gomez unser aller Vergebung. Und seine Seele kann nun die lang ersehnte Ruhe finden. Gomez hat die Vergebung erhalten. Seine Seele ist nun frei. Geh zu ihm und sag ihm dies. Und wir müssen nun fort. Die Welt der Lebenden ist unerträglich für uns. Lebe wohl, Sterblicher. Möge Innos dich schützen. Danke, Magier. Okay. Die werden jetzt wohl gleich verschwinden. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Naja. Oh, da sind sie schon weg jetzt, okay. So, Gomez, lass mich mal noch mal kurz überlegen, wo das war. Das war, glaube ich, hier drin. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Und ich hoffe, dass ich jetzt all das bekomme, was ich auch wollte. Auf jeden Fall muss ich jetzt mein Gold leider nochmal schnell weglegen, denn ich weiß immer noch nicht, wie das hier drin ausgeht für mich. Ja, das ist echt schwierig, als wenn man nicht gerade Feuermagier ist oder Miliz, dann kommt man hier sehr, sehr schlecht rein. Muss wirklich aufpassen, sonst erwischen die einen. Okay. Du bist frei. Endlich. Boah, 4.500. Ich fühle es. Meine Leiden und Qualen, endlich haben sie ein Ende. Dieser verfluchte Ort wird mich nicht länger festhalten können. Ich bin wahrhaftig frei. Gratuliere. Eine Sache noch, es gibt da immer noch eine ungeklärte Frage. Was ist nun mit den kostbaren, aus Nordmarer Marmor gefertigten Statuetten? Du hast mir versprochen, zu sagen, wo ich danach suchen soll. Vertrau mir, du wirst nicht danach suchen müssen, sie befinden sich in jener Truhe, die du hinter mir siehst. Ich werde dir den Schlüssel geben, damit du die Truhe öffnen kannst. Hier hast du ihn. Und damit sind wir quitt. Ich danke dir nochmals für die Hilfe, die du mir erwiesen hast. Jetzt wird es Zeit für mich. Lebe wohl! Gomez Geist. Bin mal gespannt, wann er verschwindet. Ring der Erzhaut, nicht so wertvoll, das auch nicht. Die zwei Dränge machen es auch nicht, aber das hier ist das Wertvollste. Sieht irgendwie aus wie so eine Innos-Statue mit einer anderen Textur. Das ist es wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall brauchen wir diese drei Stück. Und damit wäre dieser Händlerauftrag auch zu Ende. Jetzt will ich aber nochmal kurz in den ersten oder zweiten Stock hochschauen. Da wo die Truhe war, oder war sie ganz oben sogar. Denn ich hoffe, dass wir dafür jetzt auch den Schlüssel bekommen haben. Hier war es nicht. Weil da oben ist ja noch diese verschlossene Truhe, wo wir nicht hinkommen.
genauso wie die Truhe kurz vor der Orkstadt, wo die ganzen Drachensnapper waren. Ich bin mir leider nicht mehr genau... bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Bin mir leider nicht mehr genau sicher, wo ich da den Schlüssel herbekomme, aber... Und natürlich die Truhe im Kloster hier, bei der kleinen Kapelle, da war ja auch eine verschlossene Truhe. Komme ich leider im Moment auch nicht ran. Jetzt schauen wir mal. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Nö, irgendwie noch nicht. Okay, gut, alles klar. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir besuchen mal die alte Krypta, das habe ich glaube auch schon mal angedeutet. Und zwar da, wo Kor Anga immer hin will. Ich hoffe, die haben nicht gerade ihr Schwert gezogen, weil sie mich verklopfen wollen. Oh, was macht der Held denn jetzt da? Einige wissen gar nicht, wie sehr sie sich versündigen. Wir können nur abwarten. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ja, ich glaube, das passt noch alles. Klaue ich mir jetzt schnell mein Gold. Und dann sind wir auch schon wieder raus aus der Geschichte. Gar nicht mehr, wem man noch dann bleibt glauben uns, soll. Uns jetzt direkt im Minental ja, nur noch zwei nicht. Sachen zu tun. Das wäre die Sache mit der Krypta, die wir jetzt gleich machen. Und dann noch die Sache mit dem Orkzaun im Osten. Das sind die zwei Dinge, die ich jetzt noch machen will. Das in dem Tal der Schatten, ja, können wir noch ein bisschen hin, also nach hinten schieben. Allerdings können wir es auch jetzt direkt danach mal probieren, nachdem wir... Ich meine, wir sind ja jetzt schon fast wieder 10 Level gestiegen. 10 Level liegen da jetzt fast schon wieder dazwischen. Wir haben neue Ausrüstung, eine bessere Waffe, ein bisschen Stärke, sehr viel mehr Geschick. Das heißt, ich werde die ganzen kleinen Wölfe und so... Was machen denn die zwei hier? Der krault ihm nur ein bisschen den Rücken, alles klar. Werden wir, denke ich mal, ohne Probleme lösen können. Also es wird definitiv besser gehen als noch vor 10, 20 Folgen, als wir da waren. So schlimm wird es jetzt nicht mehr werden. Und genau, ich kann ja gleich wieder mein Dingens hier einsetzen. Meinen schicken Geschwindigkeitsring. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt hier einen kleinen Umweg laufe zur Krypta. Naja, ich glaube eigentlich schon, aber... Jetzt ist das sowieso schon egal. Fällt nämlich gerade ein, dass es da noch einen anderen Weg gäbe. Ich laufe jetzt nämlich von der anderen Seite lang. Jetzt kann es nämlich sein, dass ich an den Echsenmenschen vorbei muss. Das ist zwar nicht so geschickt, aber... Dennoch funktioniert es. Und so kann ich hier noch ein bisschen nach den Rechten gucken und noch ein paar Dinge aufheben. War also nicht ganz umsonst. Ach. So, wo laufe ich denn jetzt am besten lang? Das ist jetzt die große Frage. Da, die sitzen immer noch da. Warten auf ihre Erlösung von diesem Tal. So. Wir müssen nämlich jetzt hier ganz hoch. Ich hoffe, dass ich schon diese Eisgolems aus dem Weg geräumt habe. Aber ich denke mal, das habe ich ja mit Diego noch gemacht. Ist also alles entschärft an der Stelle. Ach, sieh an, hier habe ich die Pflanzen noch gar nicht aufgesammelt. Und die Eiswölfe sind auch noch da. Aber da gehen wir erstmal nicht rein. Das können wir auch dann noch machen, wenn... Ja, wir können es eigentlich schon noch irgendwann machen, aber das will ich jetzt nicht machen. Habe ich gerade nicht so eine Lust drauf. Oh, da geht's auch schon los. Der Drachensnapper. Dann werde ich meinen Ring wieder wechseln. Und... Meine Waffe denke ich mal auch, denn
Mit dem Ulumulu kann ich auf das Vieh wahrscheinlich einklopfen, wie ich will. Da wird nicht viel passieren. Besonders mit 31% Volltreffern. Aber die Seele hole ich mir natürlich wieder. Autschi. Oh, hier ist noch ein Trank, den hätte ich jetzt meiner vergessen. Normalerweise sollte es an dieser Stelle doch eigentlich schon schneien hier, aber irgendwie wird das hier nichts. Ja, ich habe immer noch kein Bier gekauft, ich gebe es zu. So, hier wird es etwas schwieriger. Da habe ich einen geschafft, aus der Gruppe zu entfernen. Oh, das sollte aber nicht hier runterfallen hier. Komm hoch, mein Freund, komm schön hoch. Und jetzt. Und wir brauchen noch nur noch, ja, 8.500 Erfahrungen. Und dann werde ich wohl endlich diese Sprache lernen. Beziehungsweise ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich noch einmal kurz Stärke brauche, damit ich den Schub weg habe, weil dann werfe ich mir nämlich die Stärke auch gleich direkt ein. Denn ich glaube nicht, dass ich noch mehr Stärke benötige. So, wer kommt jetzt von euch? Aber ihr kommt wahrscheinlich wieder beide, habe ich das Gefühl. Bin mir jetzt echt nicht sicher. Eigentlich ist es ja auch egal. Ich denke, dass ich auch mit 2 gut fertig werde. So, und da oben müssten wir jetzt eigentlich auch noch eine Rune finden demnächst. Okay. Der will mich irgendwie gar nicht bemerken. Oh, jetzt aber. Irgendwo bei der Krypta liegt noch eine Rune rum. Ich glaube, es müsste eine Eispfeilrune sein. Ja. Da hoffe ich doch immer, dass wenigstens ein paar Biester noch auf Eispfeil allergisch sind, denn auf Feuerpfeil reagieren die meisten jetzt plötzlich gar nicht mehr. Seit dem großen Patch noch. Wie gesagt, da würde der Feuermagier ziemlich alt aussehen eigentlich, denn das ist echt ziemlich runtergeregelt worden. Eher gesagt, wahrscheinlich die Schutzwerte, denn der Feuerpfeil macht ja immer noch gleich viel Schaden, aber die Schutzwerte von den ganzen Gegnern sind feuermäßig echt ein bisschen gestiegen. Ja, und die 1000 Lebenspunkte haben wir auch schon lange durch jetzt. Gar kein Thema mehr. So, hier müsste noch einer drin sein, genauso wie immer. Da hat sich nichts verändert. So. Und der letzte für heute, wahrscheinlich.
Okay, jetzt werden wir es, denke ich mal, wieder gleich mit Skeletten zu tun kriegen. Na, wo sind die denn? Müssten eigentlich 4 Stück sogar sein, irgendwo. Oh! Ich speichere mal lieber nochmal ab. Denn das sind die Zweihänder. Da muss ich wenigstens noch ein bisschen aufpassen. Ah, Mana-Tränke sind wieder gut vorhanden, das ist super. Ach nee, mittlere Wunden heilen wollte ich. Ha, der Kumpel hat's nicht gemerkt. Der lässt ihn hier mal allein kämpfen. Autsch, und macht es auch gleich ganz gut. Naja. Doch nicht. Okay. Hier war doch irgendwo noch ein Keiler, genau. Das wusste ich noch. Ja, guck mal, die haben dasselbe Problem hier. Die kommen mit den mit diesen Texturen auch nicht so wirklich klar. Da ist nichts. Also hab nicht nur ich das Pech die ganze Zeit, sondern die anderen auch. Das beruhigt mich ein kleines bisschen. So, und hier war an der Stelle, also hier vor der Gruft hier unten, war dann immer der Angar gestanden. Ja, beim ersten Durchlauf hier habe ich auch gedacht, ja, ich finde den noch irgendwo hier. Weil wahrscheinlich die Entwickler das so vorgesehen haben, dass er vielleicht doch schon aufgebrochen war. Aber er ist auch nicht unten, glaube ich, also der ist ganz woanders. Aber das werden wir demnächst auch sehen, wo der ist. Wo ich mir aber immer noch nicht so sicher bin, ist die Stelle, ist die Quest mit dem schwarzen Weiser für Lester. Also da bin ich mir nicht so sicher, wo ich den herkriege. Ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwann ein Templer oder Guru wird, also sich den Sumpfleuten anschließt, kann man das wohl irgendwie herstellen, indem man das lernt. Denn diese ganze Sache mit Traumruf und schwarzer Weiser und so und grüner Novize, die bringen ja auch ein bisschen Mana, glaube ich. Wenn man die so 25 oder 50 mal raucht. Stelle ich mir aber ziemlich ätzend vor, abzuwarten, bis ich 50 Sumpfkrautsterne geraucht habe, nur um vielleicht mal 5 Mana zu bekommen. Also. Aber ich denke mal, wir werden die Gelegenheit bestimmt noch bekommen, den schwarzen Weiser in den Händen zu halten. Ich war ja vorher erst bei Xardos und habe Lester angesprochen, aber da ging auch gar nichts. Also, och, ein Hering mal wieder. Ich habe den auch bestimmt noch nicht im Inventar, ja. Also da geht gar nichts im Moment. Naja. So, hier müsste jetzt die Rune rumliegen. Und da sehen wir sie schon. Auch das Symbol passt. Es ist ein Eispfeil. Und ich denke mal, ich werde den jetzt einfach mal austauschen. Also die Feuerpfeilspruch-Rune werde ich mal austauschen. Sie macht auch ein bisschen mehr Schaden, hat zwar keinen Nachbrenneffekt, kostet sogar 20 Mana, also das Doppelte eigentlich. Okay. Aber vielleicht werde ich so
gewisse Gegner doch verletzen können, was mit der Feuerpfeilrune nicht möglich ist. Die Hoffnung... Och, ich könnte es eigentlich gerade mal hier testen. Nein. Ich teste das jetzt einfach mal, ob das gegen den hier wirkt. Ja, funktioniert sogar. Richtet zwar fast keinen Schaden an, aber ein bisschen was dennoch. Aber ich denke mal schon, wenn ich so 100 oder 150 Mana habe und das 6-mal macht, dann wäre das Skelett zumindest tot. Und das ein oder andere Vieh kriegt vielleicht noch mehr ab. Gerade diese ganzen Wölfe, Ork, Hunde und Warge kriegen wahrscheinlich durch den Eisschaden noch mehr Schaden. Das müsste ich einfach mal testen. Aber Feuer wirkt bei denen ja irgendwie gar nicht mehr. Was natürlich ziemlich blöd ist, weil so kann ich den Nachbrenneffekt nicht noch zusätzlich nutzen. Ja, ich werde dann auch gleich mal in die Krypta runtergehen. Ich will nur hier ein bisschen den Rücken noch abdecken, denn da hinten ist so eine komische Höhle mit so einem Schattenläufer-Skelett, wenn es noch da ist in die Rückkehr, aber ich denke schon. Und ich will nicht... Ah, da ist es schon. Und ich will nicht, dass es mir in den Rücken fällt. Da bin ich wie Gorn, der will auch mal einen freien Rücken haben. Das war zumindest im ersten Teil noch so, als wir zu dem einen Kloster da gegangen sind. Das war übrigens da irgendwo im Osten. Also gucken, ob wir die Ruine da noch finden irgendwo. Da muss ich das ja mal überlegen. Also die Kolonie war ja eigentlich schon eigentlich groß. Ich meine, ist zwar nicht so groß wie Corinnes gewesen, aber sie war schon ein bisschen groß, ja. Und dann, als dann Gothic 2 kam, wurde das Minental ja total beschnitten eigentlich. Und wurden viele Gebiete weggenommen, unter anderem das komplette Sumpflager damals, ja. Das ist ja komplett alles weg. Und ja, wir werden sehen, ob es das hier nochmal gibt. Und jetzt muss ich echt mal testen, wie stark dieses Schattenläufer-Skelett hier vorne ist. Denn das sieht mir schon sehr brutal aus. Deswegen werde ich mich mal ganz aufladen, denn da ist ja nicht nur ein Schattenläufer-Skelett, sondern auch noch ein paar andere Skelette. Und er läuft hier schon so ungeduldig im Eck rum. Der braucht dringend was zu fressen wahrscheinlich. Aber da werde ich ihn jetzt gleich ziemlich enttäuschen müssen. Denn ich lasse mich nicht so einfach fressen. So. Okay. Dann komm mal her. Mein Freund. Er sieht auch schon ein bisschen abgemagert aus. Okay, und los. Aber gefährlich sieht er schon noch aus. Eigentlich sogar wirklich ziemlich böse. Also wirklich was aushalten tut er nicht. Hätte man ja zum Beispiel auch ein Bossmonster draus machen können, denn ich glaube... Da ist nichts zu holen. Den gibt's, wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn wahrscheinlich nur zweimal im Spiel. Und zwar, das ist hier und in die Nacht des Raben gibt es den, glaube ich, noch, wenn man schon auf Irdorad ist und dieses Schalterrätsel gerade löst. Da gibt es auch nochmal ein Schattenläufer-Skelett. Aber das war's, glaube ich, im Großen und Ganzen schon. Und ich staune immer, wie viel Erfahrung doch manche Monster geben, manche Gegner. Wo man sich jetzt denkt, wenn mir jetzt in die Nacht des Raben so ein Viech über den Weg laufen würde, ich glaube, das wird sich gar nicht mehr lohnen, das überhaupt umzuhauen. Ja, besonders bei den Wölfen merkt man das extrem. Die geben mir nur 60 und hier geben die gleich mal mindestens 100, wenn nicht gar 150 oder sogar 230 oder sowas. Also hatte ich auch schon. Das ist teilweise um das 5-6-fache gestiegen. Und wir haben gerade eine Armee der Finsternis gefunden. Eine sehr gute Spruchrolle. Ich hoffe, dass ich die vielleicht als Nekromant noch lernen kann, als Rune zu machen. Und ich habe ein Fell eines Schattenläufers gefunden. Ja, da lässt sich schon erahnen. Wahrscheinlich hat man dem armen Skelett-Schattenläufer hier das Fell mal abgezogen. Ja, und da ist er ein bisschen sauer und sucht seitdem sein Fell. Naja, jetzt bringt es ihm auch nichts mehr. Okay, da wir hier alles aufgesammelt haben und es hier nichts mehr gibt, würde ich sagen, wir begeben uns mal in die Krypta. Das war ja in Gothic 1 so cool. Da war da unten, ich weiß nicht, was man da besorgen musste nochmal. Ich
weiß es echt nicht mehr. Wahrscheinlich war es ein Fokusstein. Ich bin mir aber echt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall musste man da unten erst so einen mächtigen Untoten beseitigen. Und das, da hat man dann das erste Mal so eine Untoten-Vernichten-Spruchrolle bekommen. Die musste man da auch einsetzen. Ziemlich genial, so einen One-Hit-Kill sozusagen zu machen. Na, nochmal. Okay. Da unten wird allerlei Ungetüm lauern. Muss ich jetzt erst echt noch schauen. Und hier grummelt es gerade richtig. Also wahrscheinlich ist da wieder ein Skelettmagier unten, der mir ziemliche Probleme macht. Aber ich werde das Ganze einfach mal testen. Oh ja, natürlich, Skelettmagier. Das Einzige, was an dem halt so blöd ist, dass er so viele Skelette spawnt. Werde ich jetzt wahrscheinlich drauf gehen. Ich sollte wirklich zuerst eigentlich den Skelettwagen wegmachen, weil der ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache. Weil ohne den gibt es keine Skelette oder nur die, die schon von Anfang an da waren. Jetzt muss ich mich echt in mein Eck hier oben verkriechen und mich kurz aufladen. Oh Mann, was habe ich da jetzt nur gemacht? Jetzt warten die natürlich alle hier. Ich komme da jetzt echt nicht richtig durch wahrscheinlich. Oh, hier ist auch nochmal eins. Aber der ist jetzt gleich weg. So. Jetzt du, mein Freund. Ach, komm schon. Jetzt stehe ich halt wieder am Anfang. Jetzt sind wieder wahrscheinlich genauso viele Skelette unten, wie vorher unten waren. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal... Ich versuche einfach mal blind auf den Skelettmagier einzudreschen. Und den erstmal aus dem Weg zu räumen. Und dann eventuell wieder fliehen. Allerdings lade ich mich noch kurz auf, mein Marder-Haushalt, damit ich dann schnell reagieren kann. Okay, dann mal los. Tun wir es. Ja, natürlich. Stehen schon wieder zwei drin. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den jetzt wirklich pack, wenn die anderen hier auf mich einprügeln. Wag's einfach mal. Oh, das wird sehr schwierig. Sonst wäre mein Held schon wieder nicht zuschlagen will. Okay, jetzt schnell raus hier. Einfach nur schnell weg hier. Und mich nur kurz ein bisschen aufladen, dann geht's denen sowieso in den Kragen. Na, da kommen sie auch schon reingedrückt hier. Irgendwann mit zwei werde ich locker fertig. Jetzt noch einer. Ja, wir sind mittlerweile schon brutal gut, muss ich sagen. Oh, da ist noch eins. Jetzt gar nicht so gesehen. Aber das war wahrscheinlich das Skelett, das er gerade noch erschaffen hat. Naja. Oh, und wunderbar noch gestiegen. Besser kann es nicht laufen gerade. Besser kann es echt nicht laufen, muss ich sagen. So, der hat... Oh, ein Elixier des Geistes dabei. Angars magisches Amulett natürlich. Und Ektoplasma. Mit dem kann man, soweit ich weiß, nichts anfangen in dem Spiel. Das gibt's halt einfach nur so. Zorn der Suchenden. Eine sichelförmige Waffe. Schlagradius 120 ist ganz ordentlich. Kann auch sein, dass man das sogar verzaubern kann. Das sieht auch so komisch aus hier im Inventar. Aber ich bin nicht so der Zweihandkämpfer. So, wir haben hier auch alte Münzen, Kronstöckel sogar und reines Mana und reine Lebensenergie. Also auch eine sehr wertvolle Truhe. Geweihtes Wasser. Ja, der Ort hier ist so richtig schön. Ein altes Buch, okay. Und ein Gehstock. Boah. Na, eine Misstruhe muss es ja geben hier drin. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was das für ein Buch war.
Das erscheint nämlich jetzt, glaube ich, nicht mehr als altes Buch, sondern als Chromanin Teil 1. Die Bücher gab es doch schon in Gothic 1. Und ich denke mal, die Quest wird dieselbe sein. Ich öffne es mal. Okay. Ja, bla bla. Wir sollen halt jetzt... Der Weise verschafft sich großen Überblick, bevor er sich der nächsten Aufgabe widmet. Es ist schon schade, dass ich die Quest jetzt auswendig kann. Zumindest halbwegs auswendig. Also ich weiß einigermaßen, wo alle Bücher liegen, aber nicht in welcher Reihenfolge. Aber das nächste Buch kenne ich schon. Aber ihr könnt ja mal ein bisschen versuchen zu raten, wo das liegt. Ich werde die Quest jetzt noch nicht machen. Uninteressant. Ihr könnt das ja mal ein bisschen versuchen zu raten. Ich werde es mal noch nicht verraten, sondern das irgendwann in den nächsten Parts machen. Das kenne ich schon. Okay. So, genau, was ich euch mal noch zeigen wollte, das mache ich jetzt noch kurz, bevor wir den Part beenden. Das heißt, ich speichere jetzt schon mal kurz groß ab. Und zwar hier. Ich zeige euch noch kurz diese zwei Weine, also Balsam des Sehens und den Wein des Vergessens, damit ihr den auch mal gesehen habt. Ne, das brauche ich alles nicht. Wir gucken mal unter Schnapsbrennen. Balsam des Sehens. Fertig. Der hat mich jetzt wie viel Beeren gekostet von diesen Trauben? Das war der billigere, also könnt ihr euch mal kurz merken. Balsam des Sehens war der billigere und der Wein des Vergessens, der kostet richtig Asche. Der kostet nämlich 5 Weintrauben und glaube noch 2 Dämonenherzen. Das kann man auch nachlesen und zwar hier unter Weinrezepte. Ja, stimmt, der Wein des Vergessens ist jetzt ziemlich hart herzustellen. 4 Weintrauben, 2 Dämonenherzen und gut, die 3 Feldknütterige sind nichts. Flammenzungen, so wie es oben steht, habe ich ja auch genug, aber es geht mir um die Dämonenherzen, weil die habe ich halt nicht so im Überfluss. Denn Dämonen sind nicht gerade so mein... Ja, sind nicht die 4, die ich gerade jeden Tag umlege. Und hier unten sind die auch. Also man sieht hier, der Wein des Vergessens, das war der teurere, der liefert mir im Grunde genommen nur 5 maximale Lebensenergie plus 1000 Erfahrung. Ich kann den auch mal trinken. Hier sieht man es. Ist eine teure Angelegenheit. Und aber gerade für uns als Magier lohnt sich wahrscheinlich der Balsam des Sehens mehr, denn er gibt mir Bonus für maximales Mana 5. Und kostet im Grunde recht wenig. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir natürlich den Balsam des Sehens die ganze Zeit herstellen. Denn der bringt uns als Magier halt mehr. Ja, ich denke mal, die Entscheidung ist wahrscheinlich sowieso schon gefallen. Weil es wäre Schwachsinn, einen anderen Trank zu brauen die ganze Zeit. Erstens, weil wir da viel zu viele Inkredenzien brauchen. Und zweitens, weil der sich halt für uns einfach nicht lohnt. Ja, und mit diesem kleinen Exempel beende ich diese Folge und wir sehen uns gleich wieder.